Sei da draußen vorsichtig. Sei bitte vorsichtig damit. Ich hoffe, es ist dir von Nutzen. Augen auf. Als Scharfschütze muss man innere Ruhe bewahren. Ich habe jahrelang geübt, das Zittern in den Griff zu bekommen. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre, bevor es zurückkommt. Gehen wir es an, du und ich, ja? Schön, dass ihr zwei euch meldet. Wir haben genug von Rotlegion-Patrouillen und Überfällen der Gefallenen. Wir könnten etwas Hilfe gebrauchen. Versuch, ein Kommunikationsterminal der Gefallenen aufzuspüren. Dev hat eine Idee, die gerade verrückt genug sein könnte. Ah, die Jugend erkennt selten die Weisheit der Erfahrung. Hervorragend. Was hältst du davon, wenn du mit deinem Zugang eine Übertragung in der Sprache der Gefallenen vorbereitest? Dann hat dieser Kabal-Kommunikationscode endlich einen Nutzen. Die Rotlegion bekämpft ausnahmsweise mal die Gefallenen? Tolle Idee. Ich kann archivierte Audioübertragungen jeglicher Gefallenen in der Region extrahieren. Ich habe genug, um die Gefallenen überzeugend nachzumachen. Erwähne in Devs Beisein keine Akzente. Sonst bekommst du einen stundenlangen Vortrag über Dialekte der Stadt. Übrigens hat man da die beste Sicht auf die Luftunterstützung der Rotlegion, wo wir beide das Flüchtlingssignal aufgestellt haben. Niemand schätzt mehr die schönen Dinge des Lebens. Ich kann nicht glauben, dass wir zurück in die Minen müssen. Kopf hoch. Die
Die gute Nachricht, ihr könnt mit dem gefallenen Teleporter nach oben. Die schlechte, die haben den Ort in eine Bombe verwandelt. Wenn ich einen tiefen Scan der Tunnel mache, können wir uns die ganzen Fallen und Sprengsätze borgen. Und sie einsetzen, um Chaos unter unseren Feinden zu verbreiten. Eine schöne Idee. Ich kann verstehen, dass du alles hochjagen möchtest. Mein Tiefenscan muss dann wohl wirklich tief gehen. Das war's. Jetzt kann ich diese unglaublich gefährlichen Sprengsätze einsetzen, wo immer wir sie brauchen. Gute Arbeit. Ich sende nun die Nachricht. Habe mich für den Akzent vom Haus der Teufel entschieden. Erinnerst du dich noch? Oh Mann. Ah, das Haus der Teufel also. Weißt du, was an ihrer Aussprache am interessantesten ist? Weißt du, Devrim, halten wir doch den Kanal frei, um sicherzustellen, dass es keine Interferenzen gibt. Eine Menge großer roter Schiffe ist zu dir unterwegs. Was auch immer du gesagt hast, es hat ihre Aufmerksamkeit erregt. Ich habe Gorl einen ziemlich schmutzigen Namen verpasst. Nichts, was ich hier wiederholen möchte. Ich liebe unkonventionelle Kriegsführung. An deiner Stelle würde ich die Augen nach Droppods offen halten.
konnte die Explosionen bis hierher hören. Ich wette, die Vorstellung war beeindruckend. Dann haben die Gefallenen und die Rotlegion es auch gehört. Geben wir ihnen etwas Zeit, sich gegenseitig zu beschießen, bis wir mit dem Rest aufräumen. Gut gemacht.